Ich erinnere mich gerne an dieses Miteinanderlernen in der Schule. Das habe ich bis heute eigentlich so als einen Juwel in Erinnerung. Die Älteren haben die Jüngeren unterrichtet, die Stärkeren die Schwächeren, die Kinder aus besserem Elternhaus haben die Kinder aus schwierigem Elternhaus zur Raison gebracht. Es gab ein ganz intensives gemeinsames Lernen. In jeder Bank saß eben ein Schuljahr. Es gab ein Schuljahr mit einem Schüler oder einer Schülerin. Und es gab welche mit fünf. Das war mein Jahrgang. Wir waren der größte Jahrgang. Und der Lehrer hat sich mit maximal zwei Jahrgängen dann direkt beschäftigt. Die hat er nach vorne gebeten, um sich herum gruppiert. Und mit denen dann ja, das eine oder andere geübt oder gelernt und gesprochen. Und alle anderen hat er vernetzt. Das fand ich faszinierend, weil er auf diese Weise die Schüler als Helfer und Miterzieher systematisch aktiviert hat. Und ich meine, natürlich ist das heute nicht mehr so leicht, weil das Elternhaus die Vorleistungen nicht mehr so erbringt, wie das vielleicht damals der Fall war. Die Grunddisziplin ist heute ein bisschen schwieriger. Aber werden wir daran arbeiten, dass diese Grunddisziplin besser wird, dann funktioniert es auch heute noch bestens. An die berufsbildende Schule, wo wir sozusagen nach mit der alten Unterweisungsmethode konfrontiert wurden. Also der Lehrer hat mehrfach die Tafel pro Stunde vollgeschrieben. Und wir haben das gepaukt. Wir haben nachher daraus eben wir, damit meine ich drei Leute, mit denen ich mich zusammengeschlossen habe, wir haben daraus nachher eine neue Kunst gemacht. Wir haben nämlich gesagt, wir machen gar nicht groß mit, sondern machen ein Repetitorium kurz vor der Prüfung und nehmen uns dann die Prüfungsmaterialien der letzten Jahre und anhand dieser Prüfungsbögen der letzten Jahre bereiten wir uns im Team vor. Wir haben unsere Teamarbeit genutzt. Wir hatten viele entspannte Arbeiten über die zweieinhalb oder drei Jahre Lehrzeit und haben am Ende glänzende Prüfungsergebnisse erzielt. Und deshalb sind wir in gewisser Weise dann ja, bei einem Verfahren gelandet, das diese unmögliche Unterrichtsarbeit des Lehrers wieder korrigiert hat.